Ursprünglich sollte das ein Schmetterlingshaus werden, aber die Aufzucht und Haltung von Schmetterlingen ist jetzt noch nicht das Unkomplizierteste. Ich habe gesagt, ich glaube, wir haben ein bisschen was anderes hier zu tun im Haus. Ja. Deswegen, aber der Schmetterling ist ja so ein Symbol für das Leben nach dem Tod. Also die Raupe stirbt, der Schmetterling lebt. Ne? Deswegen findet man den Schmetterling eigentlich an vielen Stellen und auch bei uns. Ja. Irgendwann kam dann die Idee, einen Baum zu nutzen. Wir sind mitten im Thüringer Wald, wir haben viel Natur außenrum, wir haben viel Natur im Haus. Und da hat es einfach nur gepasst. Ja, und dann kam die Idee, einen richtigen Baum zu nehmen. Ja, und ihr habt ja hier vorne gesehen, diese Wand mit den Willkommensblättern. Dort heißen sie noch Willkommensblätter. Fast alle Familien machen das im ersten, zweiten, dritten Aufenthalt. Da werden sie auch wieder nicht gedrängt, sondern wir bieten das an und sie können das selber entscheiden, weil sie auch gleich erfahren, dass dieses Blatt eben eine besondere Bewandtnis hat und eben nicht nur ein Willkommensblatt ist, sondern wenn das Kind verstorben ist, auch ein Blatt wird. Und dann kommt es hier ran. Genau. Das machen in der Regel die Eltern dann, dieses Blatt hier an den Baum zu positionieren. Deswegen hängen auch im Moment noch drüben welche, die eigentlich schon hier rangehören, aber das möchten wir den Eltern überlassen. Wenn sie dann irgendwann in der Lage sind, herzukommen, dann dürfen sie das selber nehmen. Beziehungsweise das sprechen wir ab. Manchmal, wir telefonieren dann in der Regel und dann sage ich, wie möchten Sie das? Ich möchte selber kommen. Oder nee, ihr könnt es, hängt es mal an, ihr macht es schon dahin, wo es hingehört. Ne? Ja, und das ist natürlich ein sehr schwerer Schritt für die Familien, wenn man das Blatt hier ran soll. Oder was, also es sieht manchmal jetzt nicht mehr aus wie ein Blatt, aber bei uns heißt es Blatt. Aber auf der anderen Seite ist es für die Familien ganz, ganz wichtig, dass ihr Kind hier im Haus noch einen Platz hat. Ja. Und dann ist es eben hier dran. Ja, schön. Ja. Das Schöne ist eigentlich, dass man über diese Blätter ganz viel von den Kindern erfährt. Die Blätter wurden ja von den Eltern gemacht. Ja. So haben die wirklich dann auch, ja, was die Kinder betrifft, wirklich. Genau, also schon mit Lieblingsfarben oder bestimmten Dingen, die sie mit dem Kind in Verbindung bringen oder ja, mein Fußball, mein Stern, Bayern München, ja. Das Wasser, Engel, da oben der Lukas, der hat kurz bevor er verstorben ist, ganz oft davon gesprochen, dass er Engel sieht. Deswegen war klar, dass eine Engel damit dann gehört. Das war ganz selten, die Annemarie, die ist letztes Jahr verstorben, im September bei uns. Das war eine ganz besondere Begebenheit sozusagen. Annemarie war im Sommer das erste Mal hier bei uns und hat hier erlebt, wie ein Junge, der verstorben ist, und hat erlebt, wie wir das machen, welche Möglichkeiten die Familie hat. Und ich muss sagen, ich habe zu Annemarie, das war ganz eigenartig, als ich sie kennengelernt habe, wirkte sie gesund, war sie aber nicht. Aber sie war eben nicht so schwer behindert, sie war nicht beeinträchtigt. Im Prinzip stand sie vor mir wie ihr. Ne? Und sie hat dann irgendwann entschieden, wenn es bei mir so weit ist, dann möchte ich auch im Hospiz sterben. Hat auch alles geplant, hat alles vorbereitet, hat entschieden, welche Kleidung sie anhat, soll aufbauen, welche Musik laufen soll und so weiter. Das ist schon sehr bewegend, weil wir das so selten erleben. Ne? Und im September war es dann leider schon so weit, dass sie wirklich unter Aufbringung sämtlicher Kräfte, die sie irgendwie noch hatte, hierher kam und dann auch ganz schnell verstorben ist. Und ja, das Blatt da oben, also ganz links die erste Note, die hat sie noch gemacht und die anderen haben dann ihre Angehörigen gemacht. Und die wussten, so soll das aussehen. Hatte ganz viel mit Musik zu tun, war auf so einem Musikgymnasium. Ja, ist schon was Besonderes. Ne? Und der Baum kann jetzt auch wachsen, wir haben hier wirklich viel Platz, der wird wachsen, auch wenn man das eigentlich nicht möchte. Also ich meine jetzt von den Blättern, ne? Da werden mehr dazukommen. Aber das ist einfach das Leben, das gehört dazu. Und
wie gesagt, für die Familien ist es einfach wichtig, dass ihr Kind hier noch einen Platz hat und dass sie als Familie hier noch einen Platz haben und auch jederzeit herkommen können. Auch wenn da keine klassische Finanzierung durch die Krankenkassen dahinter steht. Denn die endet mit dem Tod des Kindes, an dem Tag des Todes. Ne? Obwohl es da eigentlich erst richtig losgeht und wichtig ist. Ja, schön ist, dass man hier sozusagen von allen Seiten Einblick hat, dass jeder unserer Gäste und unsere Mitarbeiter am Tag mindestens 20 Mal dran vorbeigehen. Und dadurch ist es halt immer präsent und im Mittelpunkt. Und hier steht dann halt den Jahrestag, ist eine Kerze und das Bild und eine Blume. Und auch das sehen dann alle, ne, die brennt den ganzen Tag. Die Eltern sind natürlich absolut auf Benedikt eingestellt und können ihn gut interpretieren. Das ist sicherlich erstmal am Anfang. Ne? Ich denke, ihr werdet trotzdem über die Zeit selbst merken, wie er reagiert. Also er reagiert inzwischen schon richtig gut. Also wir haben ihn auch anders schon erlebt, wo eigentlich gar keine Reaktion da war. Da hat er schon wirklich viele Fortschritte gemacht und er zeigt einfach deutlich durch ein Lächeln oder durch wache, interessierte Augen, dass er dabei ist. Ne? Oder wenn er wegguckt, ist auch logisch, dass es ihn dann nicht interessiert. Ne? Es dauert alles länger bei ihm, also die Reaktion, das muss er ein bisschen aushalten. Das hat man gestern schon mit den beiden Jungs, dass man aushalten muss, dass Reaktionen einfach länger dauern. Aber das ist nicht schlimm zu lernen. Das finde ich eher gut, ja. Weil unsere Welt ist so schnelllebig und ja, so unbeständig. Das ist immer, denke, das ist eine gute Ergänzung. Das kann gut auch helfen in euren späteren Berufen, einfach mal auch eine andere Zeitschiene sozusagen mitzubekommen. Ich denke, das ist ganz wichtig. Ansonsten ist ganz unkompliziert, er wird behandelt wie ein Teenager eben oder wie ein junger Erwachsener. Das finde ich sehr schön, das haben wir auch nicht immer bei so schwer erkrankten Kindern. Gerade wenn sie sich nicht mehr so äußern können, ist das manchmal, dass Eltern gar nicht mitkriegen, dass die älter geworden sind. Ja. Muss ich einfach so sagen. Also es ist ja nicht böse gemeint, aber es ist einfach so. Ne? Von daher kann man ganz locker tacheles mit dem reden. Ja, er will nicht über seinen Unfall reden oftmals. Das hat Claudia uns auch gesagt. Da sieht man das ihm auch an, dass er da zu abweicht. Ja. Ausprobieren. Also ich denke, ihr müsst viel beobachten. Ihr müsst viel beobachten und immer mit ihm sprechen, was ihr vielleicht gerade macht, wenn ihr ihm näher kommt. Das ist so ein ganz wichtiges überhaupt mit Behinderten, mit eingeschränkten Menschen. Dass man immer auch erklärt, was man gerade macht. Einfach und versucht auch langsam und deutlich zu sprechen und nochmal zu gucken, hast du das jetzt verstanden, soll ich das hier nochmal anders erklären. Das ist am Anfang ungewöhnlich, weil man so das Gefühl hat, man führt Selbstgespräche, aber da gewöhnt man sich auch relativ schnell dran. Ne? Und ich glaube, je mehr ihr selber sprecht und euch mitteilt, umso schneller könnt ihr seine Reaktion wirklich einschätzen. Wir würden halt lieber, also wir hoffen halt, dass wir nicht unbedingt nur über Claudia mit Benedikt kommunizieren können, sondern auch direkt mit ihm. Das muss man ausprobieren. Ja. Also ist die Frage, inwieweit ihr ihn versteht. Ja. Ich denke mal, dass die Eltern das in erster Linie auch machen, um euch zu helfen. Das machen wir bei uns auch, ne? um schneller die Situation zu verstehen. Sie verstehen sich ja auch als Übersetzer sozusagen. Ne? Dass das natürlich manchmal vielleicht doch die eigene Interpretation ist, das kann durchaus sein. Ist nicht so, ne? Ich würde da einfach zurückfragen und dann sagen, Benedikt, ist das so? Hätte ich jetzt anders gedacht? Und dadurch kommt ihr automatisch dann auch wieder mit den Eltern ins Gespräch. Ja. Ne? Dass sie, und gleichzeitig könnt ihr Benedikt beobachten, wie er reagiert. Das ist gut. Weil das Recht habt ihr ja, weil ihr kennt ihn ja nicht so gut und seid in einer anderen Position als wir hier, die Eltern als 100% als Fachleute für ihre Kinder ansehen. Einfach weil es um andere Dinge geht. Ne? Es geht um medizinische Dinge, um pflegerische Dinge.
Und da könnt ihr zurückfragen. Ihr könnt sagen, Mensch, ich hätte jetzt was ganz anderes gedacht. Oder aha, so. Wieso ist das so? Woran haben Sie es jetzt erkannt? Fragen. Ja. Zurückfragen. Das reichen können. Kann man ja ganz positiv besetzen. Ja. Ja. Was mir auch aufgefallen ist, als wir zum ersten Mal da waren, du oder sie? Darf ich sie oder du sagen? Okay. Was du schon gesagt hast mit diesen hellen, wachen Augen. Und wir, also ich weiß nicht, das hast du bestimmt auch sofort gemerkt, dass Benedikt gleich total interessiert war und oh, drei neue Personen. Ja. Super spannend. Und auch Damen. Naja, es ist so. Ne, man muss mal ganz realistisch sein. Er hat in seinem Alltag seine Eltern permanent um sich. In der Tageseinrichtung weiß ich nicht genau, wie da die Situation ist, aber wahrscheinlich, wenn überhaupt, dann werden das auch eingeschränkte Menschen sein. Aber er steht vielleicht auch was anderes. Das ist ja echt das Spannende. Also ich habe vor Jahren mal, das war ganz lustig, ich habe mit Karneval auch ein bisschen zu tun und da haben wir auch immer für die Lebenshilfe eine Veranstaltung gemacht und die haben dann getanzt wie die Wilden und geküsst wie die Wilden und alles. Ne? Und dann bin ich so hinter der Bühne, habe ich gesagt, wenn sie nichts können, aber das können sie. Und habe das aber ganz positiv gemeint. Und da alle dachte ich, oh Mann, wie kannst du sowas sagen? Und sag ich, hallo, ist doch so, ist doch nicht schlimm. Ist doch schön, dass das erhalten bleibt, dass es einfach da ist. Die natürlichen Instinkte. Ne? Und ja, das beobachten wir auch manchmal. Das ist ganz schön. Das ist ganz süß. Ja, wenn es dann so funktioniert oder wenn man so kleine Pärchen entdeckt, was natürlich nur sehr platonisch ist, ganz klar. Ne? Aber es ist doch schön, wenn es da Glücksgefühle im Bauch entstehen lässt. Ja. Ja, und das kann man sich ruhig auch zunutze machen, wenn man einfach sagt, Mensch, er freut sich, mich zu sehen. Ja. Ich möchte dann mal ein bisschen mit der Welt umgehen. Im Livestream. Ein bisschen näher. Näher. Weiter weg. In der Arbeit beim Scheich, ja. Ja, das ist ja also, die Decke. Nicht beim Scheich persönlich. Zum Glück ich immer. Jetzt kann ich es wieder drehen. Sehe ich das wieder. Das hat man ja mal die Möglichkeit. Schauen wir mal, was hat man denn da? Von der Spider-Murphy-Gang. Kennst du das? Ja, dein was? Papa kennt es bestimmt. No. Das haben unsere Eltern gehört, wenn die zur Disco gegangen Jetzt kommt sind. Spider-Murphy-Gang. Hört Wo sie nicht? Da ist es. Ist auch ganz lustig, das Lied. Wo ist denn, warte, ich mach mal einen Ton ein bisschen runter. Wie laut war das denn? Ach, so laut war das nicht. Nicht? Nee, das ist nur 100%. Wir müssen schon was hören, gell? Das ist Clouseau. Mhm. Ah. Jetzt. Ach, hier, weißt du, was das ist? Vandal im Sperrbezirk. Genau. Das hast du auf Gitarre gespielt. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich nur... War doch nicht so laut. Das habe ich gesucht. Kennst du, gell? Kennst du? Ja, klar. Hat er auf die Gitarre gespielt. Also? So wild nicht, aber schon ganz schön wild. Bene, weißt du, warum wir uns das jetzt anhören? Haben wir dir das erzählt, warum wir jetzt Musik hören? Prost.
wir überlegen jetzt, ob wir irgendwie Musik im Film, ob wir Musik, Filmmusik haben wollen. Könntest du dir vorstellen, dass wir ungefähr so eine Art Musik im was wir dann mit dir machen in dem Projekt, dass wir das da verwenden können für? Ja, das war ein ganz lautes Ja. Das ist ja ganz witzig, ne? So Spider-Murphy-Gang. Aber wir haben jetzt noch mehr Musik, die würden wir dir gerne einfach vorspielen. Und da kannst du einfach sagen, finde ich gut, könnte ich mir vorstellen, dass wir das nehmen können. Oder, boah, nee, geht gar nicht, voll überhaupt nicht meine Musik, möchte ich nicht in meinem Film haben. Okay? Probieren wir mal noch ein bisschen was Langsameres, bisschen ruhiger als die Spider-Murphy-Gang. Der triste Himmel macht mich krank, ein schweres graues Tuch, das die Sonne fast erstickt, die Gewohnheit zum Besuch, lange nichts mehr aufgetankt. Die Batterien sind leer, denn ein Labyrinth verstrickt. Das hat dir schon gut gefallen, oder? Ja, gell. War das Rockige noch mehr dein Ding oder lieber ein bisschen ruhiger? Lieber pur? Putzt auf den Decks. Ich will mal fragen. Das erste Lied oder das zweite Lied? Das erste Lied? Ja? Der hat beim zweiten Ja gesagt. Nochmal. Ja, naja, er guckt immer auf die Faust. Ich habe das auf die Faust gelegt. Ja. Das erste war schöner? Oder lieber das zweite Lied? Wo die Männchen jetzt kamen und die Schrift und ein bisschen wild. Wir probieren das nochmal zusammen. Ich möchte von dir eine Antwort haben, indem du auf die Hände guckst. Das erste Lied war ruhig und langsam. Und das zweite Lied war wild und rockig. Welches war denn schöner? Das ruhige Langsame oder das wilde Rockige? Tja, wenn du mich jetzt anguckst. Ja, und welches ist ja? Guck mal auf die Hand. Schwer. War beides gut? Beides schwierig, ne? Okay. Hatten beides gefallen. Das kann man sich anhören und das andere kann man sich auch anhören. Ja. Also ich glaube, man kann nicht wirklich. Okay. Da muss man von jedem Stückchen nehmen. Ja, das ist ja an sich auch kein
ja. Problem. Das kann man ja auch an die Bilder, anpassen. Zum dem, was man gerade macht. Macht, gell? Genau. Ja, das beim Malen geht ja was Ruhigeres. Genau, dann ist mal wieder was Wilderes. Und in seinen Träumen kann man was Wilderes machen. Vielleicht kennst du Clüsot, der ist auch hier aus Thüringen, ein bekannter Musiker. Hören wir mal rein. Ne, mit Cello hier. Hat er auch mal gehört. Ja, das gefällt ihm gut. Genau. Clüsot und Udo Lindenberg. Das sieht stimmt. Das war schön. Seins. Okay. Das gefällt ihm gut. Cello, gell? Das ist jetzt, glaube ich, ein neues Lied von ihm, was wir jetzt mitgebracht haben. Mit auch eine CD haben wir auch schon Clüsot, gell? Ja. Und ich glaube, ja. Träumen. Plus zwei Mal ist es nicht, gell? Wir fahren in Urlaub, fliegen dann nicht. Und ihr wartet. Nach einer Dreiviertelstunde war ich dran. Herzlich willkommen bei Ihrer Arbeit. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich sage, ja, mein Name ist Frau Cindy, ich bin total motiviert. Möchte einen Job haben, kreativ arbeiten mit Menschen und Verantwortung übernehmen. Ja, ist schon mal schön für Sie, Frau Cindy. Da müssen Sie mit dem Lift, meine früher hieß es noch Fahrstuhl, müssen Sie mit dem Lift in die dritte Etage fahren, müssen Sie sich so eine Nummer ziehen, sich hinsetzen, Moment warten. Ich so, alle klar. Ich mit dem Lift in die dritte Etage gefahren, hab mir da so eine Essenmarke gezogen, hab mich da hingesetzt und hab gewartet. Und ihr wartet. Und ihr wartet. Und während des Wartens habe ich so überlegt, hat die jetzt gesagt, ich soll einen Moment warten oder hat die gesagt, ich soll einen Monat warten? Ich weiß es nicht mehr. Es sitzt sich recht kühl, einfach so in der Wanne. Ich sitze gern mal ohne was.
Wasser in der Wanne sitzen und ich meinte, ach, ich hätte auch aha sagen können. Aber ich wollte meiner Verwunderung darüber Ausdruck geben, dass sie es vorziehen, ohne Wasser in der Wanne zu sitzen. Herr Dr. Klöbner, ich leite eines der bedeutendsten Unternehmen der Schwerindustrie und bin Ihnen in meiner Badewanne keine Rechenschaft schuldig. Nein, nein. Ich entscheide persönlich, ob ich mit Wasser oder ohne. Ja, ja. Dass ich, wenn es die Situation erfordert, durchaus in der Lage wäre, auch mal ein Wannenbad ohne Wasser zu nehmen. Ja, ja. Und die Entscheidung darüber, ob ich mein Wannenbad mit oder ohne Wasser zu nehmen habe, lasse ich mir von niemandem aufdrängen. Nein, nein. Also was, das ist so eine bestimmte Schnitttechnik. Man macht der ganze Film quasi aus Einzelbildern. Das ist schwer zu erklären. Wir zeigen es euch einfach mal. Das erste, das war You and I, ne? Ja, das vielleicht, das sieht man. Wo die auf dem Boden auch liegen. Bene, das ist jetzt nur ein Beispiel. So könnte man das machen. Das sind quasi alles schnell geschossene Bilder, die hintereinander geschossen werden. Und dadurch sieht das dann so aus, als ob sich alles bewegt. Also die liegen auf dem Boden. Ja, ja. Ja, aber mit sowas kann man da auch schon viele, also kann man auch den Effekt quasi so erzeugen für dich. Genau. Genau. Sie können auch unsere Therapie nehmen. Genau. Für alle noch ein bisschen genau. Besser. Die haben immer gesagt, 1 Millimeter bitte weiter. Noch 1 Millimeter. Und noch 1 Millimeter. Genau. Wie Zeichentrickfilm ohne Zeichnen. So ungefähr, genau. Oder wenn du irgendwo lang fliegen willst, dann können wir das am Ende auch so aussehen lassen, als ob du durch Wolken fliegst. Cool, hä? Fällt dir das? Willst du dich so sehen in so einem Film, wenn du das machst? Hä? So könnte man deinen Traum dann, wenn du die Idee von deinem Papa gut findest, könnte man so den Traum machen. Was dir alles für Dinge in dem Traum passieren oder ein Teil der Dinge. Weil du hast ja vorhin gesagt, dass du gern die Hauptrolle spielen möchtest in deinem Film. Und das wollen wir natürlich dann auch so gut wie es geht natürlich dir ermöglichen. Cool, ja? Könntest du dir das so vorstellen? Liegst du noch? Findest du das cool, ja? Ja, eben habe ich schon mal ja gesagt, da drinnen mit der Hauptrolle, wo ihr es gesagt habt. Da habe ich schon mal ja gesagt. Aber so sieht das doch schick aus, ne? Könntest du durchs Weltall fliegen oder über Wolken schweben oder im Meer schwimmen? Und wie gesagt, und vielleicht auch mal so, wenn ihr zum Beispiel ein Bild macht, wenn er im Pool ist, das kann man dann irgendwie so ein bisschen mit einspielen, dann weißt du, wenn er jetzt da so in seiner Badehose normal im Pool liegt. Ja, genau. Dass er eben einfach klar. Da ein paar Mal fotografiert und dann mit der Badehose eben irgendwo durch die Wellen schickt oder so, ja? Ja. Hast du denn ein bisschen Spaß gemacht? War das schön? Sag jetzt nichts Falsches. War schön. Ja? War das cool? Ja. Okay. Gott sei Dank. Ja.